Wenn ich hier nach Kreisau zurückkommen würde, dann würde ich vielleicht, nein, ganz sicher, für immer hier bleiben. Hallo und herzlich willkommen bei Eurodesk TV. Ich bin Donja und heute in Polen unterwegs. Hier treffe ich mich mit 50 Jugendlichen, die an einer internationalen Jugendbegegnung teilnehmen. Sie kommen aus Dänemark, Polen, Tschechien und aus Deutschland. Und eine Woche verbringen sie hier zusammen. Was sie genau machen und wer sie überhaupt sind, das zeigen wir euch in diesem Film. Jugendliche in einem großen Raum. Die Jugendlichen sind in das kleine Dorf Kreisau gereist, also nach Krzysowa, wie es auf Polnisch heißt. Eine Woche werden sie miteinander Zeit verbringen, zusammen Spaß haben und sich kennenlernen. Das Ziel ist, dass Jugendliche aus Europa sich austauschen. Sie sitzen im Kreis. In dieser Woche finden verschiedene Workshops statt. Diesmal dreht sich alles um das Thema Medien. Deswegen gibt es einen Video-Workshop, einen Fotokurs und einen Radio-Workshop. In den verschiedenen Projekten arbeiten alle zusammen. Und das, obwohl hier 4 unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Workshopleiter Lukas steht neben Nikolai aus Dänemark. Nikolai? Es ist wirklich schwer. Weil hier so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Because there's so many different languages. Und ich weiß nicht, wie man Deutsch spricht oder Polnisch. Hanna aus Deutschland. Meistens geht's auf Englisch, so die Verständigung, aber auch viel mit Körpersprache. Irgendwas zeigen oder ja, irgendwo drauf zeigen und dann versuchen, das irgendwie mit Händen und Füßen zu beschreiben. Zum Glück gibt es Übersetzer und Übersetzerinnen, die alles, was in der Gruppe besprochen wird, in Deutsch, Tschechisch, Dänisch oder Polnisch übersetzen. Die Workshops gehen los. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. 3 junge Frauen springen von einem Mäuerchen. Eine 4. fotografiert sie. Dominika aus Polen. Wir verstehen uns gut. Manchmal wird was auf Polnisch gesagt, die Deutschen sprechen zum Beispiel Deutsch. Aber wir kommen trotzdem zurecht. Oder so wie jetzt, aber alles klappt super. Jugendliche laufen eine Straße entlang. Vielleicht ist es euch aufgefallen, diese Jugendbegegnung ist etwas besonders. Sie ist nicht nur international, sondern auch inklusiv. Klingt ein bisschen wie ein All-Inclusive-Urlaub, heißt aber was ganz anderes. Elspieta Kosek und Maria Krause. Diese Jugendbegegnung ist inklusiv, da hier junge Menschen sind aus Deutschland, Polen, Dänemark und Tschechien, sowohl mit als auch ohne Behinderung. Das ist eben Inklusion. Das bedeutet, dass alle Menschen, egal was für Hintergründe sie haben, was für Möglichkeiten sie haben, sie zusammenkommen und dass sie alle gleichgestellt sind, dass sie alle gleich als Teilnehmende hier die gleichen Möglichkeiten haben und dass sie zusammen was machen. Ich hatte schon Bedenken daher, dass ich nicht wusste, wie schwer die Behinderungen der Teilnehmer sind. Mir fällt es manchmal auch gar nicht mehr auf, dass die Leute irgendwelche Behinderungen haben. Dadurch ist der Alltag jetzt normal geworden. Also man geht ganz normal miteinander um. Isabella aus Dänemark. Auch wenn du eine Behinderung hast, bist du nicht angsteinflößend, nicht minderwertig oder sowas. Zum Beispiel ich bin nicht minderwertig, ich bin nicht dumm. Nein, ich bin ein normaler Mensch, so wie du und ich. Und ich würde dich gerne kennenlernen. Das ist das, was ich mag. Neue Menschen treffen und mich mit ihnen unterhalten. Hier ist es egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Dafür müssen aber einige Sachen beachtet werden. Die Rollstuhlfahrer können ja zum Beispiel keine Treppen steigen. Donja begleitet 2 junge Männer im Rollstuhl. Sören und Bjarke zeigen mir ihr Zimmer. Es ist etwas anders als die Zimmer, die ich von Jugendherbergen kenne. Bjarke erzählt mir, dass er vor der Reise ein bisschen Bedenken hatte, ob er hier mit seinem Rollstuhl klarkommen wird. Ob es vielleicht viele Treppen gibt und keine Rampen. Sören liebt es, rumzureisen und die Welt kennenzulernen. Er fühlt sich wohl in Kreisau. Hier ist alles an seine Bedürfnisse angepasst. Sören und Bjarke sitzen mit Donja und einem Dolmetscher in ihrem Zimmer und unterhalten sich. Dann zeigt uns Bjarke, wie er abends vom Rollstuhl aus ins Bett kommt, ohne fremde Hilfe. Bjarke stemmt seinen Oberkörper mit den Armen vom Rollstuhl aufs Bett. Die Beine bleiben auf dem Rollstuhl liegen. Er holt ein Bein mit den Händen nach und dann das andere. Und wofür braucht ihr das? Das ist ein Waschstuhl. Bjarke benutzt ihn in der Dusche. Wie lange braucht ihr denn so morgens, um zu duschen und euch anzuziehen? Etwa 30 Minuten. Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde?
Das ist nicht lange. Das ist weniger Zeit, als ich brauche. Die Jugendlichen steigen in einen Bus. Heute machen wir Pause von den Workshops und fahren alle zusammen nach Breslau oder Wrocław, wie es auf Polnisch heißt. Wir packen alle Rollstühle in den Bus und los geht's. Die Verständigung klappt auch schon besser. Pietre und ich sprechen ein bisschen über Musik. Rihanna. Avicii. David Guetta. In Breslau besuchen wir einen kleinen Fernsehsender und schauen, was so hinter den Kulissen abgeht. Ihr habt auch Lust, an einer Jugendbegegnung teilzunehmen? Dann habe ich hier die Infos für euch. Generell kann jeder mitmachen, der zwischen 12 und 30 Jahre alt ist. Ihr könnt alleine oder als Gruppe mitmachen, zum Beispiel mit eurer Pfadfindergruppe. Es gibt viele verschiedene Projekte, an denen ihr teilnehmen könnt. Hier in Polen gibt es ja ein Medienprojekt. Es gibt aber auch zum Beispiel Theaterworkshops oder Naturschutzprojekte in Frankreich. Wie viel so eine Jugendbegegnung kostet, ist abhängig davon, wohin es geht. Für die Begegnung hier in Kreisau haben die Jugendlichen ungefähr 80 Euro bezahlt. Meistens ist es so, je weiter weg, desto teurer wird es wegen den Reisekosten. Zum Glück gibt es aber Förderprogramme, die einen Großteil der Kosten übernehmen. Förderung, EU-Programm, Erasmus+. Nicht jede Jugendbegegnung ist offen für alle Jugendlichen. Am besten sucht ihr euch eine raus, die euch interessiert und dann fragt ihr bei den Organisatoren nach, ob und wie ihr mitmachen könnt. Oder ihr wendet euch an Eurodesk in eurer Nähe. Eine Woche geht schnell um. Die Jugendlichen hier in Kreisau bereiten eine große Präsentation vor. Sie möchten zeigen, was sie in den Workshops alles gelernt haben. Eurodesk-Beratung www.rausvonzuhaus.de Hotline 022 89 50 6250. Am meisten gefallen hat mir das Fotografieren. Dominika? Ich würde gerne als Fotografin arbeiten. Und ich bin überzeugt davon, dass das jetzt klappt. Vanessa aus Deutschland. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich bin auch ein bisschen neugierig, wie die anderen es umgesetzt haben, die Themen und ja, halt wie unterschiedlich es auch ist. Sie sitzen in Reihen im großen Raum. Also dann, Film ab! Ein Filmausschnitt, 4 Jugendliche, davon einer im Rollstuhl, durchqueren einen Raum. Eine Fotomontage, auf einer ausgestreckten Hand sitzt eine junge Frau im Rollstuhl. Eine Animation, eine Person in einem goldenen Umhang schwebt in der Luft. Eine Filmszene, 3 Jugendliche sitzen in einem Bottich vor einer gemalten Wasserkulisse und winken. Im Raum, die Jugendlichen klatschen. Morgen ist der letzte Tag, dann geht's für alle wieder ab in die Heimat. Der Mond steht am Himmel. Dominika? Wenn ich hier nach Kreisau zurückkommen würde, dann würde ich vielleicht, nein, ganz sicher, für immer hier bleiben. Während hier noch kräftig abgedanced wird, muss ich mich leider auch schon wieder auf den Weg nach Hause machen. Wenn ihr euch jetzt aber denkt, ja, ich habe auch Bock auf so eine Jugendbegegnung im Ausland, dann schaut doch mal auf unsere Website rausvonzuhaus.de. Da zeigen wir euch noch andere Projekte, an denen ihr teilnehmen könnt. Außerdem gibt es auf unserer Seite Tipps zum Anmelden und mehr Infos über Inklusion und inklusive Jugendbegegnungen. Und Moment. Donja klopft einer jungen Frau auf die Schulter. Was heißt auf Polnisch Tschüss? Die Jugendlichen tanzen im Kreis. Eine junge Frau spielt auf einem Klavier. Die Jugendlichen sitzen und stehen in dem großen Raum im Kreis, recken ihre Arme in die Höhe und schütteln die Hände im Takt der Musik. Ein Film vom Eurodesk Deutschland in Kooperation mit Aktion Mensch e.V. und Kreisau Initiative e.V. Brückenschlag ist ein Projekt von Kreisau Initiative e.V. und Stiftung Kreisau für europäische Verständigung.